Am Rande der buckligen Welt, mit weitem Blick bis tief in die pannonische Tiefebene, liegt der Burgberg von Schwarzenbach. Der Name Burg verweist aber nicht auf die mittelalterliche Burgruine, sondern auf eine viel ältere Stadtbefestigung aus der Zeit der Kelten. 25 Jahre Forschung sind die Grundlage für die Rekonstruktion keltischer Häuser und des Lebens der Kelten. Das Jahr für Jahr beim Keltenfest wiederbelebt wird und tausende Schaulustige anzieht. Vor 2200 Jahren erbauten die Kelten einen mächtigen Wall und errichteten eine große, stadtartige Ansiedlung. Die Wissenschaft schätzt, dass mindestens 1500 bis 2000 Menschen hier in den ersten zwei Jahrhunderten vor Christus gelebt haben. Der Fürst, der dieser Siedlung vorstand, prägte seine eigenen Münzen aus Gold und Silber. Doch der Grund, warum die Kelten hier in Schwarzenbach eine derart große Ansiedlung errichtet haben, ist ein anderer. Der Grund war Eisen, Rohmaterial für Waffen und hochgeschätzt von den Römern. Südöstlich von Schwarzenbach, in den weiten Ebenen der Oberpullendorfer Bucht, haben die Kelten tonnenweise Eisenerz abgebaut. In einfachen Öfen aus Lehm wurde mit Holzkohle das Eisen aus dem Erz ausgeschmolzen. Die keltischen Schmiede verstanden es, das Roheisen zu hochqualitativem Stahl weiter zu verarbeiten. Das norische Eisen war bei den Römern für seine hohe Qualität berühmt und ein begehrter Rohstoff für die Waffenproduktion. Es ermöglichte den Kelten in Schwarzenbach ein gesichertes und angenehmes Leben in Wohlstand und Sicherheit. Sicherheit war ihnen wichtig. Am Rande der großen Eisenvorkommen wurde eine mächtige Befestigung gebaut. Auf dem ebenen Gelände wurde ein Kastenwerk aus Eichenstämmen errichtet. Davor ein mehrere Meter tiefer Graben ausgehoben und der Aushub in die Holzkästen geschüttet. In regelmäßigen Abständen wurden massive Holzpfosten aufgerichtet und die Zwischenräume mit einer Steinmauer verblendet. Dahinter folgte ein hölzerner Wehrgang mit einem feuerfesten Dach aus Holz und Erde, der den Burgberg umschloss und vor Feinden schützte. Die Fürsten von Schwarzenbach mit ihren Kriegern und den von ihnen abhängigen Handwerkern bildeten den Kern der Bevölkerung.
welche die Eisenproduktion organisierten, den Handel kontrollierten und die reichen Rohstoffvorkommen sicherten. Rasch zog die neu errichtete sichere Siedlung weitere Bewohner an. Bauern verlegten ihre Gehöfte in den geschützten Innenraum, Händler siedelten sich rund um den großen Marktplatz an. Handwerker errichteten Werkstätten und ihre kleinen Wohnhäuser. Eine dichte, stadtartige Siedlung mit regem Leben entstand. Jahrtausende später erlauben die Hightech-Methoden der Archäologie, in den Boden zu blicken, um die interessantesten Bereiche auszumachen. Gezielte Grabungen haben die Überreste von keltischen Schmieden und Wohnhäusern, Stallungen, Speicherbauten, Kellern und Backöfen wieder ans Tageslicht gebracht. Die vielen Funde legen Zeugnis ab. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen die Rekonstruktion des keltischen Lebens. Auf der Grundlage von archäologischen Funden aus Schwarzenbach haben wir die Werkzeuge nachgebaut und mit diesen Werkzeugen die Häuser der Kelten vor Ort wieder errichtet. Für mich bedeutet die Mitarbeit an diesem Projekt, dass ich mein theoretisches Wissen, das ich an der Universität lerne, praktisch umsetzen kann. Die praktischen Erfahrungen, die ich auf der Baustelle mache, helfen mir, die Zeit der Kelten theoretisch besser einordnen zu können. Für mich ist es so, dass ich durch die Rekonstruktionen wieder ein größeres Verständnis für die Befunde bei den Grabungen erlange. Bereits über 1500 Jahre vor den Kelten, in der Bronzezeit, siedelten Menschen am Burgberg. Im Gebiet um die Rax, einen Tagesmarsch entfernt, wurde damals Kupfer in großen Mengen abgebaut, geschmolzen und zu ringförmigen Barren gegossen. Das Kupfer war für die vielen Siedlungen in der pannonischen Tiefebene bestimmt. Schwarzenbach liegt am kürzesten Verbindungsweg vom Kupferabbaugebiet zu den Märkten im heutigen Ungarn. Das Kupfer wurde mit Zinn aus Siebenbürgen zu Bronze weiterverarbeitet. Beile und Lanzenspitzen, Schmuck und Gewandnadeln wurden in den Holzhäusern der bronzezeitlichen Siedlungen am Burgberg gefunden. Ihre Reichtümer, die sie mit Handel erzielten, verlangten Schutz. Sie bauten die erste Wallanlage, die den zentralen Bereich des Burgbergs schützte. Wir haben bei der Grabung festgestellt, dass dieser Wall sehr komplex aufgebaut worden ist. Man hat so eine leiterartige Holzkonstruktion errichtet, mit der man das Gelände ausgleichen hat können. Und auf dem ist dann ein Holzkasten aufgebaut worden. Und dieser Holzkasten ist gefüllt worden mit dem Material, das man dort vor Ort gefunden hat. Man hat einen Befestigungsgraben vor dem Wall errichtet und dafür hat man das anstehende Gestein abgebaut. Also das ist da der Felsen, der ist Gneis und Marmor und das hat man dann in diese Kästen, in diese Holzkästen dann eingefüllt. Ziemlich locker war das Ganze. Der vordere Teil des Walls war jetzt nicht mit diesen Steinen selber ausgekleidet, sondern es hat sogar einen Lehmverputz gegeben im vorderen Teil. Auch das haben wir bei der Grabung festgestellt, weil das Ganze sehr stark verziegelt war, also so richtig rot gebrannter Lehm.
Dieser Wall hat zum Brennen angefangen. Und dadurch, dass es so locker war, hat das Material ziemlich hohe Temperaturen erreichen können. Es ist sehr viel Sauerstoff dazu gekommen und die Steine sind dann verbrannt in diesem Wall. Und das ist die Situation, wie wir sie dann bei der Grabung dann noch festgestellt haben. Zahlreiche Pfeilspitzen aus Feuerstein wurden in der Siedlung gefunden. Die Überreste eines massiven Angriffs, bei dem die Wallanlage abbrannte. Es geht uns weniger wirklich um die Funde, sondern mehr um die Befunde. Das heißt, wir sehen wirklich in den verschiedenen Schichten, die wir Zentimeter für Zentimeter abtragen, welche Zeit das ist und können dann gute Rückschlüsse ziehen, wie die Menschen damals gelebt haben. Eine besondere Überraschung wartete auf das Archäologie-Team bei den Grabungen unter dem heutigen Freilichtmuseum, wo die bisher ältesten Funde Schwarzenbachs zutage kamen. Typische Keramik mit reicher Ornamentik belegt, dass Schwarzenbach bereits vor 5000 Jahren das erste Mal besiedelt war. Serpentinit, ein zähes Felsgestein mit grünlich-silberner Farbe, das in der Umgebung vorkommt, wurde für Steinbeile verwendet, mit denen der Wald gerodet und Bäume für Häuser gefällt wurden. In der ausgehenden Steinzeit wurden längliche und runde Bauten mit Wänden aus Flechtwerk und Lehmverputz errichtet. Zumindest eines der Häuser ist abgebrannt. Und die roten, verziegelten Bruchstücke der Lehmwände wurden vom Grabungsteam am Gipfel des Berges freigelegt. Innerhalb von einem bronzezeitlichen Hausbefund haben wir einen Lehmestrich abgenommen und unter dem haben sich steinzeitliche Scherben befunden. Und als wir dann diese Schicht mit den steinzeitlichen Scherben abgenommen haben, befand sich darunter noch eine tiefere Grube und ganz unten in der Grube haben wir ein grünliches Metall gefunden, ein grünliches Metallfragment, das Kupfer war. Und das bedeutet, dass dies älter sein muss als diese steinzeitlichen Scherben. Die Möglichkeit zu haben, eine bisher unerforschte Fundstelle über Jahre zu untersuchen, mit verschiedenen Methoden in den Boden hineinzublicken, gezielte Ausgrabungen vorzunehmen, all diese ganzen Ergebnisse dann wieder in Rekonstruktionen hineinfließen zu lassen, diese Hausmodelle wieder aufzubauen. Das ist etwas ganz Besonderes und etwas Einzigartiges. Was hier in Schwarzenbach gelungen ist, ist, dass mit der Bevölkerung gemeinsam dieses Projekt vorangetragen wird, sodass etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, in der Gegenwart von Bedeutung ist und gemeinsam in die Zukunft getragen wird. Best of all time in the county of Clare.